Audio Dow Original. Hier sind sie wieder, eure sympathischen Dschungelboys. Schöner als Joey Heindle und erfolgreicher als Serdar Somuncu und die Sendung mit der Maus. Zumindest Stand 13. Januar 2020, 18 Uhr. Danny hat Verstopfung. Danny war arm. Aber Elena hatte die meisten Anrufe. Also am Vortag. Und damit willkommen zum original echten Podcast, zum Dschungelcamp. Good morning in the morning, Dennis. Good morning in the morning, Renke. Dafür, dass wir heute kurz machen wollten, hast du ein sehr, sehr langes Intro mitgebracht. Aber dafür hat sich, das hat sich auch gelohnt, finde ich. Das ja, war, hat es. Kam von Herzen. Ja, in der Tat. Wie geht es dir? Du bist müde, habe ich gehört. Boah, Alter, du ahnst es nicht. Ich kämpfe seit ungefähr 10:30 mit dem Schlaf. Jetzt haben wir es kurz nach Mitternacht. Ja, und selbst? Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe heute aber auch bis 10 geschlafen, daher. Pff. Ja, ich bin um 6 aufgestanden. Und das werde ich gleich auch wieder tun. Aber ich habe mir jetzt schon, ich habe mir schon 20 Minuten gegönnt. Also die 20 Minuten, die ich gestern länger liegen geblieben bin, habe ich jetzt schon eingepreist in den Wecker. Ah, effiziente Schlafhaushalten. Nee, einfach nur weniger Selbstbetrug. Ja, auch eine Methode. Ja, fangen wir sehr gerne an, Herr Mohrhardt. Ja. Wie fandst du die Folge ganz insgesamt? Mal so kurzer erster Eindruck. Ein wenig zu sehr lang gezogen, aber ganz interessante Facetten. Gerade am Anfang hat man die Nachtwache über zwei Beiträge nutzen können. Dann dieses ganze leidige Dschungelprüfungsthema. Und dann nochmal diese komische Heulnummer mit Marco war ein bisschen so, ein Beitrag hätte dafür gereicht. Alles ein bisschen zu lang, war mein Eindruck. Alles ein bisschen zu lang. Also so hätte es, 20, 30 Minuten weniger, ja, wahrscheinlich dann eher sowas wie eine Viertelstunde weniger, hätten sie auch getan. Richtig. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Nicht uninteressant und ich glaube, wir haben eine der besten. Damit fangen wir direkt an, oder? Ja. Eine der besten Nachtwachen der letzten Jahre gesehen. Das stimmt. Und ganz ohne Geläster. Ja, es war eine grundehrliche Nachtwache mit Sven und Marco, die initiiert durch den Froschgesang im Camp über das Leben sinnierten. Vor allem Sven, der berichtete, dass er zwar sein Geist noch mitmache, aber sein Körper nicht mehr. Ja, er wird alt. Er wird alt. 52 habe ich jetzt nachgelesen. Das ist gar nicht so alt, ehrlich gesagt. Ja, aber ich glaube, wenn du irgendwie Profisportler warst, ja, dann merkst du halt schon den Unterschied, wenn du halt erstmal merkst den Unterschied, dass dann nach Ende der Profilaufbahn irgendwann, dass du nicht mehr so fit bist, als wenn du, was hat er gesagt, dreimal am Tag trainieren. Und dann noch das Alter hinzukommt, also kann ich mir schon vorstellen, dass da auch sozusagen wie sagt man denn, der kommt von einem höheren Gipfel. Na, vielleicht. Und sie sinnierten übers Leben und dann entbrannte sich eine Diskussion. Ja, und sie machten sich Gedanken. Wer denn da wohl schnarche? Ja. Und da war dann das große Schatzsuchen, Where's Waldo? Und ja. Plötzlich haben wir erfahren, dass es einen Helmut gibt, dass es Annalena gibt. Und da merkte man plötzlich auch, dass vielleicht bei Sven nicht nur der Körper nachlässt. Und die von ihrem Mann verlassen wurde, heißt zum Beispiel Claudia. Und die wechselten auch alle immer ganz schön die Plätze. Ja. Wunderschön animiert übrigens vom RTL. Sicherlich auch ein bisschen länger gezogen, als es dann im Camp tatsächlich war. So vom Schnitt, aber
Ich fand es wirklich, wirklich lustig. Das war ein echt schöner Beitrag, ohne gemein zu sein. Einfach nur drollig und ein bisschen bekloppt und ehrlich und lieb und gipfelte dann in der wunderschönen Regeldiskussion darüber, wann denn die Nachtwache beendet sei. Na, es war ja nicht mal eine Regeldiskussion, sondern es war über eine Sinnsuche nach, was ist denn Nacht überhaupt? Und wann ist Tag? Ist, wenn es hell ist, Tag? Da war sich Marco nicht ganz sicher. Ja, aber lustigerweise ist ja so, bei den beiden Regeln, die er dann vorgelesen hat, die haben wir das Regelheft da geholt, nachts ist Wache zu halten, tagsüber nicht, tagsüber müssen aber alle wach sein. Das heißt, eigentlich muss die Nachtwache, wenn sie entscheidet, jetzt ist vorbei, alle wecken, oder? Im Prinzip ja. Ich glaube, die Regel gilt halt einfach, wenn alle wach sind, dann braucht es halt keine Nachtwache. So. Weil dann sind alle wachsam, hoffentlich. Das ist, glaube ich, der Sinn der ganzen Regel. Sehr schön auch noch, als hier der Händler Kasper, wie heißt er noch? Name vergessen. Ja. Theo. Sagen wir mal Theo. Ja. Annalena Theo auf Klo musste und gesagt hat, hier, der Nächste, der hier wach wird, ne? Und jemand auf Klo geht, sag mal Bescheid, ich komme mit. War auch sehr schön. Und dann klappte er wieder so diese komische Hängematte, in der lag, wie so einen komischen, ja, was war das? Wie so ein Sarg. Ja, wieder zu. Über sich zu. Graf Dracula legte sich zurück. Es war einfach wirklich schön. Ja. Es war wirklich von vorne bis hinten schön. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. In der Tat. Und damit hörte leider der nette Teil der Sendung auf. Ja. Und wir kamen zur Dschungelprüfung. Ja. Angetreten in der Dschungelprüfung, der heiße Stuhl, Elena und Daniela. Die Prüfung bestand darin, dass Elena, die meisten Anrufe bekommen hat, auf so einem kleinen Holzding sie saß, über einem Becken gefüllt, randvoll mit üblichen Fischabfällen und weiterem Gedöns. Und Daniela hatte Boxen vor sich und musste da ihre Hände reinstecken und ertasten, was es ist, durfte aber nicht verraten, was es ist, sondern so musste es umschreiben, hatte dafür 30 Sekunden Zeit und Elena musste raten, was denn jetzt gemeint sei. Wenn es richtig war, durfte sie sitzen bleiben, war es falsch, klappte das Ding um und sie fiel ins Wasser. Das so, ist der Grund. Da waren natürlich allerlei Getier drin, Schlangen, Krebse, Frösche oder Socken. Kröten. Ne? Hat am Anfang erstaunlich gut geklappt, muss ja sagen. Die ersten 4 Sterne waren direkt die ersten 4 tatsächlich. Mhm. Und das ging ganz okay, auch wenn Daniela wenig Hand in den Boxen hatte. Ja. Es war mehr die Umschreibung, was es sein könnte, wenn sie mal ihre Hand rein täte, was Elena trotzdem ganz gut nutzen konnte, um zu erraten, was es ist. Die Beschreibung war noch echt schlecht, muss ich sagen. Die waren qualitativ nicht gut. Glaube ich, hat Elena deutlich mehr beigetragen als die Büchnerin. Ja, in der Tat. Und dann wurde es ein wenig eklig. Dann kam eine Socke und sie umschrieb, was das für ein ekliges Ding sein muss und was das für ein Getier sei. Die hatte nicht mal ihren halben Finger da drin. Das ist furchtbar. Anstatt einfach mal, also vor allem kann man ja auch, du musst ja nicht, also wenn du Angst hast, dass dir was dir in den Finger beißt, dann ist die erste Regel, die auch Dr. Bob gesagt hat, mit dem Handrücken. So langsam rantasten. Es ist doch, also, furchtbar. Und zu guter Letzt gab es noch eine Kiste mit Götterspeise gefüllt, das lang und eine lange Zunge hätte. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, es gab 5 Sterne. Das Einzige, was mich dabei ganz so verwundert hat, ist, sie haben immer wieder als Orientierungshilfe gesagt, das, was Prinz Damien mag oder zu Hause hat. Und ich möchte gerne nochmal ein Schaubild gebastelt haben, was denn der eigentlich zu Hause für Getier hat.
Oh ja. Da war mindestens, da war ein Huhn dabei, da war eine Echse dabei, da war eine Schlange dabei. Das verträgt sich doch gar nicht. Ja, kommt der vom Land? Weiß ich nicht. Ja, fürs Land sieht er so Robocop-mäßig aus. Ja, keine Ahnung, wenn er da bei so einer Oma ist und die Hühner hat oder so und dann ja, vielleicht. Hat die noch so eine Echse in so einem Teil. Also das kann, also ne, bei hinreichend großem Anwesen ist das schon nicht ausgeschlossen, sag ich mal. Ja, vielleicht. Ja. Ja, insgesamt, ich muss nicht sagen, war ich wegen einer Sache natürlich schwer enttäuscht. Der weiße Hammer wurde nicht thematisiert. Na, stopp. Es wurde darum geredet, und zwar auf einer Metaebene. Es gab ja nach der Dschungelprüfung ja noch diese kleine Aussprache. Ja. Wo Elena nicht an sich halten konnte und nochmal sagen musste, dass sie richtig scheiße fand, dass Daniela im Privaten ihr da zustimmen würde oder sagen würde, dass sie da auch was gehört hätte. Aber dann in der großen Runde meinte so, nee, da sollten wir uns jetzt besser nicht einmischen. Und Daniela hat da ganz menschlich eigentlich nur gesagt, naja, ich wollte sie nur in Schutz nehmen. Also ich wollte nur, dass sie halt, es war halt ein bisschen schutzlos in dem Moment. Und das trifft ja auf den Punkt, den du gestern hattest tatsächlich zu. Ja, ja. So. Aber trotzdem fehlt mir die Ankündigung des weißen Hammers. Ne? Darin besteht ja, man sagt, das Schöne an der Geschichte. Ja. Also wer jetzt von euch gerade zum ersten Mal das irgendwie hört, hier den ganzen Quatsch, sollte sich die erste Folge, also die zweite Folge zur jetzigen Staffel Ibis anhören, heißt The Hammer Angle, glaube ich. Ja, das ist die Folge 81, nee 82. Da haben wir das erklärt und da ist zumindest in den Shownotes auch verlinkt, es geht um einen Hammer, ein Wrestling Angle, eine Story, die über Jahre erzählt wurde und nie zum Punkt kam. Könnt ihr mal nachlesen. Deshalb reden wir über den weißen Hammer. Was wollte ich sagen? Ja, aber der Punkt an der Geschichte ist eigentlich, dass er erwähnt werden muss. Ja, fand nicht statt diesmal. Genau, also es muss erwähnt werden, dass da was verraten werden wird, ohne dass irgendwas verraten wird. Ja, das fand ich statt. Schade, ich hoffe, das kommt morgen wieder. Ja, das wär super, weil... Wäre schade, wenn jetzt schon die ganze Konfro da raus wäre und man sich jetzt so langsam auf so ein lethargisches, wir haben alle Hunger und Verstopfung Ding zurückzieht. Ich frage mich die ganze Zeit, woher kommen denn die Verstopfungen? Die haben doch nur Reis und Bohnen. Ja, die haben aber einfach, glaube ich, zu wenig gegessen und die haben keine richtige Verstopfung, aber da ist einfach nicht genug Kacki. Ja, vermutlich. Also wenn du halt, also westeuropäische Ernährung, dann musst du halt dreimal abstuhlen am Tag. Also bei Säuglingen sagt man so was so die Varianz beim Menschen ist. Bei Erwachsenen wird es weniger sein, aber bei Säuglingen sagt man, zwischen siebenmal an einem Tag und einmal in sieben Tagen ist alles normal. Ja, so. Das ist ja auch Platz. Also wenn du zwei Tage nicht kackst, ist ja auch nicht schlimm. Ja, genau. Aber mehr war dann jetzt aus dieser Dani-Nummer, außer dass man halt merkt, dass auch die Moderatorin und auch der RTL jetzt so richtig nicht mehr Bock haben darauf, auf die Nummer. Es ist einfach zu offensichtlich, wie sie einfach ihr... Das eigene Framing vornehmen möchte und dabei einfach so plump vorgeht. Und es funktioniert halt immer noch. Dani muss jetzt ja wieder ran in der nächsten Dschungelprüfung, die da heißt Gefahrstuhl. Das mit dem Stuhl ist jetzt offenbar beim RTL gut angekommen und auch beim Publikum, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich hätte gerne übrigens noch einen Namen mit Bestuhlung, lieber RTL. Wenn das möglich wäre, wäre ich sehr froh. Da wird sie ja wieder weitermachen können. Also, worauf ich hinaus will, es zieht ja tatsächlich irgendwie beim Publikum weiter. Und das ist mir völlig, also das ist mir dieses Jahr wirklich, verstehe ich das, aber ich habe kein Verständnis dafür. Denn die ist ja nervig, klar. Die ist auch so ein bisschen, verkackt sie, ja. Aber die verkackt ja auch nicht so richtig schlimm, hat ein bisschen Glück gehabt in ihren Prüfungen.
Ja, ich weiß nicht, also die ist mir auch nicht, die ist halt nur plump, aber die ist jetzt nicht schlimm genug dafür, dass das immer wieder passieren könnte. Ganz davon abgesehen, dass es sowieso mega unoriginell ist, immer das gleiche Verhalten, also Wahlverhalten der letzten gefühlt 7 Staffeln zu wiederholen. Ja, also es ist halt wirklich, RTL muss ernsthaft mal was an den Regeln ändern. Ja, die Frage ist, dürfen sie das überhaupt? Oder betrifft das nicht wieder so diese Gesamtproduktions bla? Weil die ja auch die sind so mit Lizenznahme sehr viele Regeln verpflichtend einführen müssen. Ja, nee, aber die RTL macht ja, hat das ja so eigens adaptiert schon. Das ist ja schon was anderes. Also gerade auch was an Spielen ist, die bei den Engländern ist halt mehr Spiele. Da gibt es, wie gesagt, diesen Dingo-Dollars, da können die halt regelmäßig so kleine Spiele machen und dann kriegen sie halt so Dollars und dann gibt's da steht ein fucking Automat im Camp, an dem sie sich Zeug holen können. Das hat der RTL ja alles gar nicht. Das ist ja in Großbritannien ist das halt mehr gameshowiger als hier in Deutschland. Daher kann man da, denke ich, schon was an den Regeln machen, wenn man wie RTL die Sendung vor allem dramaturgisch wie eine Soap-Opera aufzieht, dann sollte man auch da entsprechend die Regeln justieren. Wenn es eine Game-Show sein soll, ja dann mein Gott, dann mehr Spiele bitte. Dann lass den ganzen Musikquatsch, die ganzen Beiträge und wir lassen die nee, bitte spielen. Nicht. Bitte nicht. Ich finde es gut, so wie es ist. Ja, dann RTL, passt mal bitte die Regeln an. Das wäre jetzt unser Wunsch hier. Ja, haben wir aber, glaube ich, kommt mir so vor, als hätten wir es letztes Jahr auch schon gesagt. Sag mir nicht, das jetzt, glaube ich. So, sonst noch was zu sagen? Nee, ne? Nö, bis auf das schönste Wortspiel war heute die heißblütige Latrina. Oh Gott. Das fand ich sehr gut. Ja. Wir hatten noch quasi jetzt noch mal ein bisschen Rest abzuräumen. Ah ja, Gott. Ja, ich weiß. Wir hatten noch eine Schatzsuche, weil wir müssen ein bisschen Zeit schinden. Marco und Claudia durften hin. Sie durften sich Känguru-Kostüme anziehen und mussten mit der Boxhandschuhen so Bohnen umfüllen. Haben sie bekommen. Ich habe leider die Frage nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass... Es gab keine Frage. Ich habe mich auch hier umgedreht und wild in den Raum gefragt, was war denn die Frage? Da war doch irgendwas mit Sex. Ich habe das gehört. Ja? Ja, da war eine Frage. Also mir wurde hier gesagt, gab keine Frage, gab nur A oder B zur Auswahl zum Öffnen. Aber das, wie soll das denn bitte funktionieren? Nee. Da hat einfach die Couch nicht aufgepasst. Inklusive mir. Aber auf jeden Fall, es gab drei Teebeutel, über die Dani total stolz, begeistert war. Drei Themen. Ja, das wird sich hoffentlich noch legen, die nächsten Tage, wenn die mal ein bisschen ausgehungert sind. 5 Sterne ist natürlich fast schon zu viel Essen. Ja, ja. Für die Spannung. Ja. So. Und Marco ist nicht raus. Das war. Marco ist nicht raus, ja, hat irgendwie so eine Heulnummer abgezogen. Boah, mit Raoul ganz, ganz unangenehm, der da mit ihm gesprochen hat und ihm das Händchen gehalten hat. Das war wirklich ganz schön unangenehm. Ja. Nee. Also ich krieg's. Boah. Ja, ich bin immer noch vom Gesicht von Raoul total fasziniert. Es ist halt so eine Mischung zwischen Elon Musk und Til Schweiger. Oder vorhin ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, es könnte auch der junge Ulrich Wickert sein. Okay, nee, ich habe mich gerade entschieden, wir reden jetzt nicht mehr über die Augenbrauen der Wendlerin-Ex. Das sind, glaube ich, 4, habe ich jetzt. Egal. So, ja, ich würde sagen, das war's schon. Wir müssen uns kurz halten. Ich muss dringend ins Bett. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben Social Media Kanäle, denke ich, Dennis. Twitter @Dschungelpod, da darf man uns folgen. Instagram @Dschungelpodcast. Genau. Facebook haben wir angeblich auch. Ja, habe ich gehört. Lasst mal Daumen da, hier auf die Glocke klicken. Ihr wisst schon. Genau. Ding Dong. Empfehlt uns weiter, gebt uns Sterne bei iTunes. Ja. Heißt das Apple Podcasts? Wichtig. Apple Podcasts? Ja. Ach, iTunes gibt es gar nicht mehr, ne? Nee. Auch schon länger nicht mehr. Ja, oder? Ja. Hm. Branding. Ja, okay, egal. Und ansonsten gibt es auch bestimmt hier, wenn ihr die Sendung über Audio DAO hört, ja,
könnt ihr auch bestimmt da irgendwo Sternchen geben oder Daumen hoch oder so. Bis dann. Tschüss.